Wir kommen zu CableLink vorbei, ist die Zeit der schweren Röhrenfernseher, wie im Hintergrund. Analoges Fernsehen wird in ganz Österreich im September 2016 abgeschaltet. Fernsehen wird also noch interessanter werden. Mediatheken, 4K-Fernsehen und Applikationen, das sind die Fernsehtrends der Zukunft. Ab September 2016 wird das Kabelfernsehen der Salzburger AG nur mehr digital gesendet. Alte Röhrenfernseher wie dieser sind dann out. Das sind jetzt einfach die Geräte aus einer Generation, die einfach jetzt auslaufen werden. Man wird auf eben, wann die Analogabschaltung dann durchgeführt wurde, dann wird dieses Gerät ohne eine zusätzliche Box nicht mehr die normalen Programme empfangen können. Es wird also Zeit zu wechseln. So kann man auch die vielen Vorteile der digitalen Übertragung nutzen. Digitales Kabelfernsehen ist heute Stand der Technik. Es bietet bis zu 170 Fernsehkanäle in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität. Auch HD-Fernsehen ist möglich, es ist nochmal eine höhere Bildauflösung. Und digitales Kabelfernsehen ist bei jedem Kabelkunden freigeschaltet. Man muss nur ein digitales Gerät anschließen, Sendersuchlauf durchführen und schon schaut man ohne Mehrkosten digitales Fernsehen. Durch digitales Fernsehen kann CableLink allen Salzburger G-Kunden bestes Fernseherlebnis und TV-Unterhaltung anbieten. Also jetzt 2016 wird ein sehr interessantes Jahr für alles, was Unterhaltungselektronik und Fernsehen betrifft. HBBTV wird natürlich immer stärker und immer mehr werden. Wir haben Oberflächen, mit denen wir keine Zusatzgeräte mehr brauchen. Und wir haben natürlich jetzt mit 4K die vierfache HD-Auflösung, die von der Qualität natürlich sehr, sehr gut ist. Voraussetzung dazu natürlich digitale Quellen wie DVB-C, DVB-S oder DVB-T. Nach der Umstellung auf digitales Fernsehen können Sie zum Beispiel Mediatheken nutzen oder mit dem Fernseher ins Internet einsteigen. Was natürlich jetzt bei den neuen Geräten genauso möglich ist, ist eben jetzt diese ganze Internetnutzung. Wir haben eben schon in der Oberfläche der Geräte jetzt zum Beispiel MaxDome, Netflix, Amazon Instant Video integriert. Das heißt, ich brauche keine extra Geräte mehr dazu. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel YouTube oder was auch immer dementsprechend zu verwenden und direkt eben auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, man braucht keinen Computer mehr dazu. Wir empfehlen unseren Kunden bereits jetzt auf digitales Kabelfernsehen umzusteigen und so alle Vorteile nutzen zu können. Informieren Sie sich im Internet oder melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen und unterstützen Sie bei der Umstellung. Auf der Webseite haben wir auch einen Quick-Check. Da können Sie sich informieren, ob Sie noch analog oder bereits digital fernsehen.